So, wir belagern die Domänen. Er belagert bei uns die Hauptstadt. Wir werden erst bei ihm komplett belagern und dann rüberlaufen. Und uns dann um seine Truppen kümmern. Die Schiffe werden mal einkassiert. Er hat drei Domänen. Drei Domänen. Rodanthe hat ihr Kindermädchen wirklich lieb gewonnen. Sie ist eine außergewöhnliche Frau, gelehrt wie ein Priester. Seltsam ist nur, dass niemand mehr weiß, wann und woher die junge Dame eigentlich gekommen ist. Aha. Aber wir müssen uns wieder von einer Geliebten trennen. Wir haben gesagt, wir machen das nicht. Deswegen werden wir lieber gestresst. Oh, und da stirbt gleich mal unsere Geliebte mehr. Mit 34 Jahren. Vor lauter Schreck, weil wir jetzt gestresst sind. Oh, da wäre der König drin, der Herzog drin. Das heißt, wenn wir die Armee hier niedermetzeln und Glück haben, könnten wir den Krieg gleich beenden. Wir warten mal hier ab, bis wir eine Domäne durchbelagert haben. Und dann gehen wir schnell mal rüber und hoffen auf unser Glück. So. Mal gucken, ob wir Glück haben und ihn erwischen. Ah, leider nicht. %32 aktuell. Wir belagern weiter. Er hat hier oben schon eins belagert, oder? Eine Domäne. Ja, zwei sogar schon. So, eine beeindruckende Dame erscheint am Hof, die Pavlina. Oh, 20 Verwaltung. Aktuell haben wir 9. Ja, dann müssen wir austauschen. Das müssen wir ändern. Oh, schönes Charakterporträt hier. Die nette Dame mit 20 Punkten. Wir können ja mal schauen, ob beim Kanzler schon was Besseres da ist. Leider nicht. Der kriegt es einfach nicht auf die Reihe. 24, 16, nee. Schade, schade. Wichtig ist nur, dass wir erstmal genügend Truppen hier haben, um noch weiter belagern zu können. Und dann werden wir hier rüberfahren und werden uns um die 1400 kümmern. Er verliert ja auch Truppen, wenn er belagert. Normalerweise. Das passt dann schon. So, wir sind 42 Jahre alt. Wir sind noch rank und schlank. Ein bisschen krank noch, oder? Und wahnsinnig. Wir haben immer noch Louis und sind gestresst. Ja. Es kann auch sein, dass das relativ schnell... Oh, da wäre unser... Ich hole mir mal den hier oben, weil er hier Truppen ausgehoben hat. Es wäre so gut, wenn wir den erwischen. Wir haben 76% schon durch die Belagerung alleine hier oben. Wahnsinn. Wenn er so doof ist,
und ständig mit seinem Herzog hier kämpft. Na gut, jetzt, wir haben ihn leider nicht erwischt. Aber vielleicht schaffen wir es sogar, ohne hier kämpfen zu müssen. Zählt das denn schon als große Schlacht? Ja, das hat schon als Schlacht gezählt. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch auf die 100% kommen. Eine Domäne noch durchbelagern. Vielleicht zwei. Und dann ist der Krieg auch schon vorbei. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. ...96%. Wie weit ist er hier? Er läuft jetzt wieder hier rüber. Er versucht nochmal, uns hier abzuholen. Geht leider nicht. 100%. Fertig, Simmer. Hat jetzt er hier? Wieso? Ach komm. Nein. Wieso untersteht... Er ist eine... Hat er hier das Herzogtum? Wieso hat denn auf einmal der Alarm das Herzogtum? Was habe ich denn jetzt gemacht, Mensch? Jetzt habe ich für ihn Krieg geführt. Ich habe ihm doch extra, ich habe ihm eine Grafschaft gegeben. Oh, das gibt Rache. Da müssen wir uns aber hier, da müssen wir uns aber wieder das zurückholen. Ich habe ihm eine Grafschaft gegeben. Die Grafschaft war hier oben. In Trianapolis. Anopolis. Dadurch ist er zu unserem Vasall geworden. Und er hatte Anspruch auf die Grafschaft hier unten. Jetzt hat er die Grafschaft bekommen. Korinth war das. Und woher hat er das Herzogtum jetzt auf einmal? Woher zum Henker hat er das Herzogtum jetzt? Weiß ich nicht, wie er das jetzt hier bekommen hat. Alle Fälle habe ich ihm jetzt für ihn Krieg geführt. Da ist er mir zwar jetzt sehr dankbar. Aber da habe ich nichts davon. Ich habe natürlich nichts davon. Sehr ärgerlich. Das war sein Anspruch, ja. Aber sein Anspruch war ja auf die Grafschaft. Er war ein ganz normaler Graf. Als Vasall von uns. Und er hat den Grafschaftsanspruch hier unten. Das heißt, eigentlich hätte er einfach nur eine zweite Grafschaft bekommen dürfen. Und trotzdem unser Vasall noch bleiben müssen. Ich weiß nicht, wo er das Herzogtum her hat. Keine Ahnung. Wie geht es eigentlich unserer Frau? Ist sie immer noch eingesperrt? Ich würde die gerne wieder rauslassen. Die ist nicht eingesperrt. Bin mir nicht sicher, wo die hingekommen ist. Und ich finde, die sieht ein bisschen strenger aus wie unsere vorherige und ist nicht ganz so hübsch. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Das ist, ist einfach so. Ich bin ein alter Mann mittlerweile mit 43 Jahren. Da darf man auch mal die Wahrheit sagen. Verlobte können heiraten. Oh, und da ist sie auch gleich schwanger. Hat sie offenbar ordentlich angetürmt, wie ich über sie gelästert habe. So, also er kriegt einfach nichts zusammen. Er kriegt einfach nichts zusammen hier. Es geht nichts vorwärts. Wir machen mal ein bisschen schneller hier, dass noch was vorwärts geht vielleicht. Wobei ich glaube, dass die nächsten 20 Jahre nur noch aus Kinderkriegen besteht. Wir haben halt momentan auch nicht die Kohle, um selber noch Krieg zu führen. Aber sobald wir die 600 haben, so,
sobald wir die 600 haben, werden wir einfach den Grenzdisput machen. So, wir behandeln nochmal unsere Krankheit. Ich würde da jetzt auch gar nicht experimentell behandeln. Wir werden ganz, ne, bewährt uns und das Messer leben. 2 Punkte. Dann dauert es zwar länger, bis wir das auskurieren. Aber das ist eine sichere Sache. Zum Wohl des Reiches sollen wir eine Fremdsprache erlernen. Können wir gern machen. Wie viele Geliebte haben wir noch? Ich glaube, das sind auch jetzt 2 schon gestorben oder so. Es geht. Ist noch gar niemand gestorben? Oder wird das nicht angezeigt hier? Die sind alle noch am Leben, die Geliebten. So, hier oben wird wieder schön gestritten. Da reiben sich wieder die Truppen auf. Können wir hier vielleicht nochmal Fürst Tancred von Antiocha? 4500. Was machen wir denn mit dir? 4200. Das ist, wenn ich dir den Krieg erkläre. Wir haben keinen Kriegsgrund. Wir können keinen heiligen Krieg machen. Und hier geht der Heilige Krieg nur noch um diese eine Provinz hier oben. Aber erst in 3 Jahren. So, wir haben 630. Wir schauen jetzt mal, ob wir hier Sardais bekommen. Es kommt mit Thema von Bononia. Der ist hier oben. Der hat wie viel? Die hat 1400. Er hat 1600. Das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Also, wenn unser Kollege hier nichts zusammenbekommt, dann werde ich dich woanders hinschicken. Und zwar hier runter nach Lykia. Und hier werden wir den Krieg erklären. Sardais. Erstmal schön die Truppen sammeln. Ihr sammelt euch mal hier oben. Oh, da greift uns gleich mal hier an. Ratzfatz kommt er hier rein, Mensch. Warum auch immer, dass er uns jetzt hier gleich mal angegriffen hat. So, die gönne ich dir nicht, die 56. Wir bekommen einen neuen Eunuchen mit 17 Diplomatie. Er hat 18. Muss ein bisschen die Geschwindigkeit runtersetzen. So, wir lernen immer ein paar Sätze. 15%ige Chance, dass wir fleißig werden. 4000. 1100 hier drüben. Ich würde ja fast vorschlagen, bevor wir belagern, holen wir uns die 1100 noch. Oh, 2400. Sind jetzt schnell mal geworden, weil von Norden noch welche gekommen sind. Und da gewinnt er auch noch. Uiuiuiui. Eieiei, da müssen wir uns verziehen. Schnell weg hier. Mein Sohn Methiodos ist tot. Er wurde leblos im Bett gefunden. Natürlich, ja. Jetzt geht's los.
Unsere Satanstochter mordet sich wieder durch die ganzen Kinder durch. Können wir uns... wir haben ja nicht mal jetzt... okay, wir werden erst belagern. Haben wir denn keine tollen Anführer hier? 17, 11 und 9. Nicht die Crème de la Crème ist das. Aber vielleicht ist er doof genug und vertrödelt hier drüben seine Zeit und lässt uns in Ruhe belagern. Aber wahrscheinlich nicht. Oder er verliert hier durch die Belagerung viele Einheiten. Oder wir verlieren die. Wir bitten um einen Freund den Krieg beizutreten. Hier oben. Er hat 1000 Truppen. Wir fragen mal an, ob er mitkommt. Weil wenn wir nur um Kohle fragen, dann bekommen wir wieder so 6, 7 Goldstücke. Die bringen uns gar nichts. So, diesmal haben wir das Spiel leider verloren, das wir beim letzten Mal gewonnen haben. Und er tritt nicht dem Krieg bei. Schande über dein Haupt! Guter Mann. Hat er sich hier doch ganz schön hier Verstärkung geholt? Die war doch ein bisschen jetzt hier überraschend stärker, Mensch. Vor allem, weil sie gerade zur Verstärkung gekommen ist, als wir angegriffen haben. Es kam ja noch dazu. Wir haben minus 58 jetzt. Wir müssen jetzt schnell durchbelagern, Mensch. Dauert echt lange. Zwei Domänen. Ich will ihn jetzt ehrlich gesagt auch nicht nochmal angreifen. Und ich will mir auch keine Söldner holen. Vielleicht reicht es, wenn wir alleine die beiden Provinzen belagern. Ah, 1800. Shit. Alter, wir haben so viele Kinder. Wir haben einfach so viele Kinder. 1600. Wir brauchen nochmal Söldner. Es hilft nichts. Ich mach's ungern. Aber wenn er mich jetzt angreift, das kannst du halt vergessen. Dann habe ich die Kohle nämlich umsonst ausgegeben. 150, jetzt pass mal auf. 1700, die würden eigentlich schon reichen. 140 für 9. Wir holen uns die hier. Ihr sammelt euch mit den Truppen. Okay, nee, ihr sammelt erstmal, werdet ihr die Moral aufbauen, Leute. Oder wir kommen euch mal abholen. Nee, wir bleiben jetzt erstmal hier stehen. Gehen mal hier rüber. Ich will nicht mit halber oder mit leerer Moral hier rüberlaufen, weil er die dann zu weit wegschnabuliert und wir dann die Kohle umsonst ausgeben. So, jetzt kann er hier reingehen. Wir haben noch 7 Gold. Wir holen uns mal die Kohle von den Juden. Und wir gehen über Akroinon hier rein und belagern weiter. Jetzt
läuft er hier hoch. Das sind, es sind natürlich Berge jetzt. Wir belagern hier gleichzeitig, damit wir das wieder zurückbelagern können. Vielleicht kommt er hier runter. Stattet uns einen Besuch ab. Aber irgendwann müssen wir kämpfen. 1700 hat er noch. Wenn ich jetzt hier angreife, habe ich Überquerungsmalus und den Berg. Das ist natürlich schlecht, deswegen lasse ich mal zurückbelagern. Und wir werden hier die beiden Domänen uns holen. Mal schauen, ob er irgendwo anders hinläuft. Wir könnten das noch umgehen, indem wir Prusa Lao, indem wir hier rüber reinlaufen. Dann hätten wir nur die Berge in Anführungsstrichen. Da hätten wir 3000, das müsste eigentlich gehen, 3500 gegen 1700. Das müsste eigentlich gehen. So, beeilt er sich mal ein bisschen. Oh, jetzt ist er hier rüber. Wir haben hier Ebenen, das heißt, wir können ihn hier angreifen über Lykia. Über Sardai können wir angreifen. Ich warte noch, bis wir hier durchbelagert haben. Dann gehen wir nach Sardai. Und holen uns den. Jetzt habe ich Geld ausgegeben, ne? Jetzt habe ich zu schnell geklickt. Wollte ich nicht. So, du gehst mal hier hoch. Alle mal schön sammeln, die besten Anführer reinsetzen. So, dann werden wir dir mal hier schön auf den Sack geben. Und werden ihn weiter verfolgen. Und dann werden wir uns aufteilen und werden hier Sardai nochmal belagern.